Hallo zusammen, hier ist Elgrip und hier ist FIFA 16. Wir sind auf dem Weg zu einem spannenden Spiel und zwar das nächste Bundesligaspiel. Das geht gegen Borussia Dortmund. Ja, das wird jetzt wieder eine sehr interessante Partie. Das sehe ich jetzt schon auf uns zukommen. Da wird sicherlich viel passieren und vor allem wird es sehr, sehr hoch hergehen auf allen Seiten. Ich denke mal, da wird schneller Fußball gespielt, schneller Angriffsfußball und wir werden versuchen, unser Bestes zu tun, dass wir wiederum dagegen halten und wieder irgendwie bestehen. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz schön. Ich hoffe, wir kommen soweit. Ob wir das tatsächlich schaffen, kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Ich begrüße euch auf jeden Fall ganz herzlich. Hoffe, ihr drückt uns die Daumen und seid mit dabei, wenn wir dann auch so richtig loslegen. Jetzt wird erstmal wieder trainiert, das Übliche, ihr kennt das Prozedere. Einmal die Woche. Oh, guck mal hier, der Aina hat tatsächlich Rang A erreicht und Diaz hat im El Rondo auch Rang B geschafft, zumindest das, ja. Ansonsten Defensive 1 gegen 2, ja, Hoffmann und Albornoz tun sie ja nicht so gut, vielleicht sollten die öfter mal El Rondo machen, ist wahrscheinlich besser. So, ja, wir gucken uns mal hier die Woche durch, da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen im Büro. Ich bin mal gespannt, vielleicht hat sich ja nochmal jemand gemeldet, nö, meldet sich keiner, ne? Also irgendwie hier, ich weiß nicht, eigentlich so langsam hätte doch mal, ja, in Höhe von 4,5 Millionen, das haben wir doch gemacht gehabt. Und akzeptieren ihre Bedingungen. Ja, weiß nicht. Hä, oder kam das später? Kam das später? Nee, das kam zum selben Zeitpunkt. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es jetzt auch nicht wirklich, aber egal, mal sehen. Pirlo möchte anscheinend nicht mehr zu uns, dann hat er Pech gehabt, dann spielen wir halt ohne ihn. Jetzt heute gegen die Dortmunder. Der BVB spielt zu Hause, das heißt, wir sind auswärts. Müssen wir gucken, was wir hier am besten machen, wen wir hier auf die Bank setzen, wen wir hier aufstellen. Ja, hier Schmiedebach gegen, das hat ja letztes Mal eigentlich ganz gut geklappt soweit, deswegen lassen wir Andreasen auch auf dem Feld, das ist schon völlig in Ordnung so. Und im Prinzip können wir jetzt überlegen, ob wir hier noch den Uffe mit ins Team reinholen, den Uffe Bech, ob wir wirklich einen Albornoz brauchen hier auf der Seitenbahn oder ob wir lieber mal Sakai die Chance geben, falls wir den mal einwechseln müssen. Wäre ja auch mal was, wobei man auch Schmiedebach auf die Außenposition stellen könnte und wir dann vielleicht nochmal eher was Offensives. Allerdings haben wir sowieso unsere Standardwechsel offensiv, da müssen wir nicht so viel tun. Beziehungsweise ich könnte natürlich auch mal anstatt Jakovenko dann tatsächlich auch unseren Uffe Bech bringen. Das könnte man tatsächlich mal überlegen. So, den nehmen wir mal mit ins Team. Und dann schauen wir mal, ob er sich empfehlen kann. Ja, mal sehen. Erstmal, hier ist ja sowieso unsere Standardformation. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen grätschen. Ja. Ha, haben wir schon mal gleich gelöst hier die Situation. Hier, Mkhitaryan, du kannst gar nichts hier. Wir kommen hier einfach locker und hauen dich weg. Na gut, jetzt nicht. Oh, jetzt muss er ein bisschen Tempo machen. Aber Mkhitaryan ist selber auch zu langsam. Und dann hauen wir ihn aber mal weg. Das hat ja fett Punkte gegeben hier. 1 gegen 1 in der Verteidigung hätte ich auch mal dann so spielen können im Training. Na ja, gut, was soll's. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, wir sehen, es ist ein wenig nebelig. Ob das jetzt das Wetter ist oder ob das bedingt durch die Fans ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es sind anscheinend wieder einige Bengalos gezündet worden, einige Rauchbomben. Ja, und wir sehen, der BVB ist siebter, ist 10 Punkte von uns weg. Das heißt, mit einem Sieg könnten die ja schon ein bisschen rankommen, aber das wird ja hoffentlich nicht passieren. Wir hören auch den Gesang, der ja sehr bekannt ist in dem Borussia Park, im Signal Iduna Park. Sorry, Borussia Park ist wieder so anders, jetzt werden die hoffentlich nicht böse, wenn hier Dortmunder zugucken. Borussen Park ist ja der von den Gladbachern, ja, aber wir schauen mal. Ja, wir haben eben wieder hier die Einblendung von Toren und von Punkten und was auch immer gesehen. Und jetzt sehen wir hier die Startelf der Dortmunder. Bürki im Tor. Und dann ein 4-5-1 offensiv mit Kagawa, Mkhitaryan und Reus. Ganz gefährliche Kiste. Und
Ja, vorne natürlich Aubameyang, der Topstürmer der Dortmunder. Da gilt es wieder mal aufzupassen, den irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber gleich die drei dahinter sind natürlich auch nochmal richtig klasse. Also es wird schon eine schwierige Kiste. Wir spielen auch einigermaßen offensiv hier mit unserem 4-4-2. Das ist ja Standard. Wir sehen hier den Mats Hummels, der steht da rum und der hat nur ein Ziel heute, nämlich kein Gegentor kriegen. Und ich hoffe, dass wir diesen Gefallen ihm nicht tun, sondern dass wir auch tatsächlich eins schießen, das ein oder andere Türchen. Wobei ich ja mit einem schon sehr zufrieden wäre. Da kommen aber schon gleich hier erstmal die Dortmunder mit der ersten Flanke. Schon mal gleich früh im Spiel hier schon mal zeigen, was hier so Sache ist. Und, also Leute, das ist ja echt sehr cool hier, wie die so singen hier. Das ist ja unglaublich. Oh, und da gleich der Ballverlust. Und da kommen sie gleich mit ihrem Kurzpassspiel, die Dortmunder, aber haben den Ball verloren. Gündogan holt ihn sich zurück, aber dann verliert er ihn erneut. Einen Fehlpass und jetzt geht der Konter. Schön gespielt von Kiyotake auf Sobig und der schickt Erdings, aber der kommt nicht ganz an den Ball, kann nicht direkt ihn verwerten. Schade, aber der erste schnelle Gegenzug, da waren die Dortmunder hinten auch nicht gut sortiert. Hatten nicht wirklich ihre linke Seite offen, meine rechte. Also, beziehungsweise nicht offen, also sie war offen, sie hatten sie nicht gut gesichert. So, jetzt kommt aber schon wieder der Dortmunder Angriff über Aubameyang, der holt sich diesen Ball einfach. Aber zum Glück sind unsere Leute da hinten noch sehr, sehr souverän, passen gut auf. Und dann macht Sobiech das Spiel schnell, spielt auf die Außenbahn, da ist Altintop. Altintop schickt Kiyotake. Der nimmt den Ball mit und grätscht dann leider vergebens hinterher. Der ist ihm etwas zu weit weggesprungen. Dann Altintop versucht den Ball auch zu kriegen. Schön Andreasen. Da geht der Ball direkt, aber leider ohne Erfolg. Der war nicht dort gut so angebracht. Ah, Sorg muss um den Ball kämpfen. Kann er nicht gewinnen, diesen Kampf. Und dann kommt die Flanke, aber auch die ist ungefährlich. So, jetzt geht es wieder hier über die Außenbahn. Erdings wird geschickt, aber auch der Ball ein Tick zu weit und die Dortmunder haben ihn wieder. Es gibt Einwurf. Bislang ein sehr munteres Spielchen. Also es gibt so ein paar Konteransätze von mir. Die sind bislang zwar noch nicht durchgekommen, aber ja, es sind Versuche. Also ich muss sagen, schon wieder so ein schlimmer Fehlpass, aber zum Glück stehen wir da hinten noch sicher. Also ich muss sagen, die Balleroberung geht heute bislang recht gut. Und das Umschaltspiel ist auch gar nicht so schlecht. Ah, den hätte er ein bisschen klären können. Kommt da leider nicht dazwischen. Da war auch irgendwie so ein bisschen Raum gewesen, den Aubameyang zum Glück nicht nutzen konnte. Jetzt müssen wir natürlich hier gucken, dass hier die Flanken gut verteidigt werden. Die Ecke ist nichts geworden. Da konnten sie nichts draus machen, die Dortmunder. Jetzt geht der nächste Versuch aber schon wieder. Gündogan. Und dann spielen sie sich da schnell durch den Strafraum. Aber da kann Aubameyang keinen Druck auf den Ball kriegen. Und da wurde die nächste Partie angekündigt. Dortmund gegen Leverkusen. Ja, so nebenbei. Auf jeden Fall, Aubameyang konnte keinen wirklichen Druck auf den Ball bringen. Und da war es auch alles nicht so schwer zu verteidigen. Ja, okay, das war jetzt kein so toller Pass. Marcelo kommt da auch nicht wirklich schön dran. Und jetzt heißt es hier irgendwie sichern. Zieler hat ihn gesichert. Sehr schön. Der Ball ist raus. Dortmund drückt natürlich. Das war zu erwarten. Die haben ja vorne wirklich sämtliche Mittel, um sich die Bälle zuzuspielen und sich in Szene zu setzen. Aber erstaunlich gut kann ich bislang dagegen halten auch. Und jetzt ist natürlich... Ah, das sind immer die Situationen, diese 1 gegen 1 Situationen, wenn einer vorbeigeht und dann ist Kagawa natürlich völlig frei durch und macht hier das 1:0. Ja, das war in der Innenverteidigung nicht gut gestanden. Wir sehen es hier mit Marcelo rausgerückt und dann auf der Seite Sorg. Ja, und Marcelo, ich hätte da nicht angreifen dürfen, das war das Problem. So schlägt Kagawa einfach den Haken und dann ist es schon geschehen, das 1:0. Schade, das war eigentlich bislang aber echt sehr, sehr souverän verteidigt. Und dann sowas. Aber egal, ich bin hier noch nicht abgeschrieben. Ich bin sehr zuversichtlich. Bislang sieht das echt gar nicht so verkehrt aus, was wir hier spielen. So ein 1:0, das kann ja echt mal passieren. Es wäre halt mal schön, wenn wir auch mal ein Tor schießen. Das
wäre angebracht. Fände ich echt nicht verkehrt, wenn das mal irgendwie kommen würde. Die Dortmunder wieder im Angriff. Aubameyang ist dort vorne. Der ist ja schnell, der Junge, aber er ist halt alleine gerade. Da kann er natürlich nicht viel machen, wenn er alleine den Ball hat. Aber schön quergelegt auf Reus. Der schießt direkt. Hat da auch eigentlich nicht schlecht getroffen, den Ball. Aber geht dann doch ein Stückchen knapp am Tor vorbei. Immerhin. Wieder mal ein Abschluss der Dortmunder. Und das ist schon wieder so ein schwacher Pass. Ich weiß, wo geht der schon wieder hin? Echt. Jetzt die Dortmunder. Mkhitaryan kommt mit der Flanke. Aber da kann er nichts draus machen. Kiyotake setzt nicht nach. Entscheidend. Und somit ist der Ball wieder bei den Dortmundern. Bei Kagawa. Der kriegt den Ball auch zurück. Der Torschütze. Und ja, ist hier tatsächlich hier im Moment mehr als Zehner gefordert. Das ist ja auch seine Spielaufgabe im Moment. Aber, ja, mal sehen, was so noch da rauskommt aus dem Angriff. Also bislang spielen sie sich die Bälle hier hin und her, aber sie kriegen keinen wirklichen Raumgewinn. Das ist natürlich ganz schön für uns. Wobei wir jede Menge Zeit verlieren durch diese Tendeleien der Dortmunder. Ach Gottchen, ja. Und jetzt gibt es natürlich auch noch einen Freistoß fast. Naja, gut. Er hat Vorteil laufen lassen. Ist ja auch vernünftig. Ja, aber echt, die einzige Möglichkeit dazwischen zu kommen war ein Foulspiel. Also, die haben echt den Ball wieder sehr schön laufen lassen. Und das war natürlich nicht so toll für uns. So, jetzt Sobiech. Gut angenommen, gut geschickt. Aber warum ist das schon wieder... Ach, sind die Verteidiger natürlich wieder eher am Ball. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das immer ist. Ich glaube, das ist echt so ein Ding auf Weltklasse, dass sich der Gegner immer besser durchsetzt als die eigenen Spieler. Ey, das war jetzt kein Fall, oder was? Was ist denn da los? Ui, da muss aber jemand sein. Da muss aber jemand sein. Und das ist ja ganz schlimm. Ja, Castro, man merkt, dass dort kein Stürmer stand, weil der hätte den Ball sonst versenkt. Erstaunlich, dass Castro da vorne steht. Wie ist denn der da hingelaufen? Aber das ist in dem Fall mein Glück, denn dadurch steht es noch nicht 2:0, was es eigentlich hätte sein müssen. Es hätte das 2:0 ihm deutlich sein müssen. Oh, und setz dich durch, Arthur! Komm! Meine Güte, ey, der kriegt den Ball auch nicht. Läuft da auch sonst wieder Runden. Ich sprinte schon gar nicht und trotzdem ist er so schnell, dass er irgendwie... Das ist auch immer so, in den Zweikämpfen sind sie immer so schnell und dann, ja, ansonsten sind sie wieder so langsam. Oh, Zieler mit einer Wahnsinnsglanztat und das gleich doppelt. Was war denn da los? Also da hätte ich jetzt gerne eine Wiederholung von gesehen. Gibt es leider nicht. Oh, Leute, dranbleiben hier. Irgendwie mal den Ball wegkriegen. Ja, genau. Und es ist schon Halbzeit. Das ging jetzt aber schnell. Also das ist jetzt aber schnell rumgegangen. Da bin ich jetzt überrascht. Ja, bislang unsere Stürmer nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also es ist kein Torschuss, wir haben noch keinen einzigen Torschuss aufs Tor abgefeuert, weil immer kurz vorm Tor nochmal irgendjemand dazwischen gekommen ist und es war natürlich, das ist natürlich nicht das Wahre, ist nicht so toll. So, ja, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie uns was einfallen lassen, da durchzukommen, aber sie nehmen auch gleich wieder den Ball ab, Gündogan da drüben, wenn ich mal sowas könnte. Na gut, ich habe natürlich ein bisschen getrödelt, aber, oh ja, so nicht. So, jetzt geht mal unser Konter. Hier, schön rausgespielt. Da ist Kiyotake. Und Kiyotake auf der ganz anderen Seite. Läuft Dias, aber der kriegt den Ball wieder nicht. Ach, Leute, das gibt's doch nicht. So ein Pass, der muss auch ein bisschen schön... Wie? Hä? Wie? Was? Wie? Was? Wieso Dortmund? Hä? Meiner war nicht mal am Ball. Ja, Marcelo, bitte nicht ins Aus klären, nicht zur Ecke klären. Irgendwo anders hin wäre ganz schön. Müssen wir schon irgendwo wechseln? Na, hier ist es noch okay. Ich glaube, ich werde gleich mal ein bisschen offensiver gehen, eine andere Formation ausprobieren. Vielleicht gewinnen wir damit dann mal was. Ja, also, ich weiß nicht, Marcelo hier, das war jetzt keine tolle Geschichte, da die Ecke so rauszuholen. Ja, jetzt gibt's Handspiel, das ist vernünftig. Und wir kriegen einen Freistoß. Okay, wir kriegen einen Freistoß gegen uns, genau. Ja, habe ich auch so gesehen. Logisch. Oh, und die Dortmunder versuchen es hier mit einer interessanten Variante, aber... Die ist bislang noch nicht so von Erfolg gekrönt. Ja, Zieler, schön. Endlich mal einer, der durchgreift da hinten. Ist ja auch der Einzige. So, und jetzt geh, lauf doch, Arthur, lauf. Ja, macht er gut. Und spielt er wunderbar in den Lauf. Aber da ist natürlich auch wieder ein
Dortmunder Fuß schneller am Ball als ein 96er. Das ist unglaublich. Ja, wir müssen echt da mal irgendwie uns den Ball sichern hier. Wir müssen mal ein bisschen offensiver gehen. Ich meine, ich spiele schon ziemlich offensiv und wir haben noch keine einzige Torchance gehabt. Also, ich weiß nicht. Irgendwie die Abwehrreihen, ist es zu wenig bei mir vorne im Sturm los oder irgendwas anderes geht schief. Ja, das war jetzt mal eine ganz tolle Flanke. Da wird sie auch beschwert in der Mitte, was denn da passiert ist, wo dieser Ball denn hingehen sollte und wen dieser Ball erreichen sollte, nämlich genau niemanden. Aber, da auch wieder. Und die Dortmunder kriegen den Ball auch gleich am nächsten Mann. Na gut. So, Lauf, Hoffmann, Lauf. Und Lauf, Diaz. Das ist eine sehr einseitige Partie bislang. Also muss ich echt sagen, also, am Anfang sah es echt gut aus. Aber danach jetzt so langsam, ja. Ich meine, wir hatten wirklich ein paar Situationen, die waren nicht schlecht anzusehen. Da waren wir auch schon fast durch, aber halt nur fast. Und fast hilft uns nicht. Jetzt mal. Und wieder ist ein Dortmunder schneller. Das ist unglaublich. Vor allem auch noch schneller. Unsere schnellen Leute sind schon zu langsam für die Angreifer. Oh, es gibt Freistoß. Ja, weil dort der Mann mit der Hand gespielt wurde. Das war leider auch eine korrekte Entscheidung. So, wir müssen jetzt hier Schmiedebach einwechseln. Oder ich mache ein... Nein, wir machen das anders. Wir holen Saint-Maximin und dann machen wir ein 4-3-3. Jo. So, jetzt geht's los. Mit falscher 9. Defensiv, 4-3-3 halten. Ja, so ein 4-3-3 machen wir. Da müsste ich aber gerne nochmal rein. Nämlich... Sobjek ist okay, Kiyotake wird hier aber getauscht. Kiyotake muss hier hinten. So, dann passt das einigermaßen. Wir spielen jetzt mal was ganz Interessantes wieder. Ja, jetzt gibt es hier den Freistoß für die Dortmunder. Kurz ausgeführt, das ist natürlich sehr interessant. Die sind sich da ziemlich sicher. Okay. Und es wird hier der nächste ausgeführt. Die Flanke. Einmal rüber. Und jetzt auf der Außenbahn rechts, ja, beziehungsweise links stoßen sie durch. Reus geht und er versucht dann natürlich auch bald mal eine Flanke ranzubringen. Die kommt auch ziemlich gut. Direkt auf Kagawa Zieler werfen, nicht hüpfen. Nicht mit dem Ball spielen. Jo, kam ziemlich gut. Boah, das ist ja mal geil gewesen hier, aber wieder ist ein... Oh, meine Güte, Mist. Der Ball war nicht gut gespielt. Das war auch, der Pass sollte auch nicht nach vorne gehen. Egal, aber zumindest Sobjek hat sich mal ein bisschen durchgesetzt, hat mal ein bisschen gekämpft um den Ball. Ist ja auch schon mal was. Und vielleicht hätte er damit auch tatsächlich Erfolg gehabt, wenn er den Ball dann nicht noch weggespielt hätte. Trotzdem, er steht nur 1-0. Und die Dortmunder kriegen es auch nicht gebacken, irgendwie ein zweites zu machen, weil Zieler hinten aber auch alles rauswischt. Das ist ja Wahnsinn, was der Mann hier hält. Das ist ja unglaublich. Das ist ja der Wahnsinn. Glaube ich ja nicht hier. So, den nächsten Ball einfach rausgefischt. Und jetzt muss man hier in Konter wieder gehen. Konter über Sorg verkackt, aber vielleicht der nächste. Genau. Was? Pfeif doch nicht, du beschissener Schiedsrichter, ey. Ganz ehrlich. Was war denn das schon wieder für eine Aktion? Meine Fresse. So, jetzt kommt Bech erstmal. Und Schulz muss raus, da ist ja gar nichts mehr, da geht ja gar nichts mehr. Was hat der denn jetzt schon wieder gepfiffen? Da war kein Foul. Wenn der Dortmunder mich grätscht, hat der Dortmunder auch zu leiden und nicht ich. So, musste mal gesagt werden hier. Ah, die machen schon wieder hier mit ihren Pässchen. Aber, ja, so langsam können sie sich auch mal was Neues einfallen lassen. Wollt ihr mich ver... Ja. Warum auch nicht? Mach das mal. Ja, drüber. Verzogen der Ball. Wieso schießt eigentlich Hummels den Freistoß? Frag ich mich gerade. So gefürchteter Freistoßschütze ist er jetzt eigentlich nicht. Aber gut, das hat man jetzt auch gesehen, dass er kein gefürchteter Freistoßschütze ist. Also insofern, ja, ist okay. Kann er gerne öfter machen. Sobjek hat hier den Ball. Spielt ihn rüber. Ah, nein. Das ist... Man kann den Ball nicht mehr haben. Was habe ich eigentlich für eine Truppe hier? Gut, die sind in der Liga 18 da. Kein Wunder. Und wir sehen hier, warum.
deutlich warum. Weil sie kriegen auch hier auf dem Platz nichts geschissen. Nur, dass wir hier noch Tabellenzweiter sind und aufgrund der guten Hinrunde einigermaßen damit leben. Aber es ist für euch ja auch kein... Boah, nächste Chance hier. Schön direkt geschossen von Kagawa, aber leider übers Tor. Ja, um das zu Ende bringen, ist ja leider für euch auch nicht wirklich schön anzusehen, wenn ihr jedes Spiel eine Niederlage erlebt. Beziehungsweise vielleicht ist das, freut ihr euch ja auch, dass ich verliere. Ich sag mal, an sich ist es jetzt eher, weiß ich nicht, nicht das, was man sehen will. Ah, Mann! Springt der Ball so weit vor. Ich habe auch nie Glück bei solchen Aktionen. Das ist unglaublich. Hätte ja mal sein können, dass der Ball nur so ein Stückchen vorspringt, dass man dann als Stürmer noch hinkommt. Aber nein, wir spielen ja auf Weltklasse und da muss der Ball so weit wegspringen, dass man nicht mehr dran kommt. Den haben wir hier verkackt. So, schön Vorteil geholt. Und jetzt schön... Ach, hör doch auf, du Lusche. Was hast du gelernt? Das ist niemals eine gelbe Karte. Mein Gott, er trifft voll den Ball. Ja, hier, müssen wir mal gucken. Schauen wir uns mal an, die Situation hier. Na? Ja, also wenn das ein Foul ist, dann gehe ich demnächst ins Altersheim. Und nehme mir dann ein Zimmer, weil ich dann dement bin gefühlt. Also echt mal, es war auch kein Foul. Was sieht dieser Schiedsrichter? Oh, und Schulz muss den Ball natürlich auch nochmal zur Ecke raushauen. Das war auch völlig unnötig. Oh ne, Schulz war es gar nicht, das war es Kai. Schulz ist ja schon längst vom Feld. Ja, Zieler auch, den hat er wieder. Und jetzt geht vielleicht noch ein Angriff. Nein, natürlich nicht. Der Abwurf war auch völlig Käse, völlig missraten. Ja, so ungefähr wie dieses ganze Spiel. Das ist echt, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Kein einziges Mal auf Tor geschossen. Hier, wir sehen auch, die Fans pfeifen völlig zu Recht. Also weiß ich nicht, welche Fans da pfeifen, aber... Nee, das ist, ja, ich weiß nicht. Völlig verdient verloren. Ich weiß auch nicht, was... Irgendwie läuft immer was schief. Also man kommt nicht vorne durch, das ist... Die Pässe sind kacke, ich weiß es nicht. Ich bin nicht dafür gemacht, dieses Spiel auf Weltklasse zu spielen. Das, so viel muss ich dazu vielleicht noch sagen, aber ja. Ja, wir sehen hier Chancen, BVB, 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 oh, Paraden sind auch noch dabei, das ist ja auch schon mal was. Wir gucken uns mal die Statistik an hier, sieht sehr gut aus auf jeden Fall. 1:0 gewonnen, 14:0 Schüsse, 5:0 aufs Tor, 61% Ballbesitz für Dortmund. 7:8 Zweikämpfe, immerhin da sind wir vorne. Bei Fouls führen wir auch unangefochten. Gelbe Karten haben wir auch immerhin eine gekriegt. Ist ja eigentlich erstaunlich. Nur eine gelbe Karte bei 5 Fouls. Ja. Und 4 Ecken für die Dortmunder. Ja, Schussgenauigkeit haben wir 0% zu erwarten. Die Dortmunder haben auch erwartungsgemäß eine niedrige Schussgenauigkeit, so wie man das auch kennt. Ja, und ansonsten, wenn wir uns nochmal hier die Bewertung angucken, ich weiß nicht, was das hier für Noten sind. Ist ja sogar noch erstaunlich gut mit 6,0 hier, der Kiyotake. Oder Altintop mit 6,6. Mensch, ich habe die drei Besten ausgewechselt von mir. Das ist ja auch stark. Na gut, Zieler. Gut, der gehört natürlich jetzt nicht dazu. Bei den Dortmundern sind die Noten jetzt wieder größtenteils nicht so toll. Mhm. Birki hat seine Abstöße anscheinend auch nicht so toll ausgeführt, sonst hätte er keine 6,7. Ja, naja, gut, das war jetzt echt keine tolle Partie. Also da gibt es auch schon mal wieder ein schönes, herzliches Entschuldigung. Wir haben jetzt seit mittlerweile 4 Spielen kein Tor geschossen. Es wird immer besser bei uns, ne? Also langsam. Nachrichten von Spielern. Meine Rolle im Verein. Ja, bezüglich der Rolle diverse Versprechungen gemacht. Sich aber für mein Empfinden nicht dran gehalten. Ja, doch, Junge, du hast sie an deine Versprechen auch nicht gehalten. Du wolltest Tore schießen, das hast du nicht gemacht. Du warst total erbärmlich, Junge. Aber wenn du willst, gebe ich dir nochmal eine Chance in der zweiten Runde. Im zweiten Kader. B-Kader. Ja, das wär's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch trotz allem einigermaßen gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder, falls ihr noch Lust habt und nicht unbedingt bei FIFA mal auf die Klappe fliegen wollt. Ja, weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal. Ich wünsche euch was. Macht es gut.